Ja, heute, da schnackt ja jeder so von Energiesparen. Das ist ja nun auch in alle Munde. Und da ist mir wieder was zu infallen, da habe ich eine gute Idee. Normal ist es ja so, dass du deine Klamotten und dich selber getrennt wirst. Du selber stellst dich unter die Dusche und die Klamotten kommen in die Waschmaschine. Und da habe ich gedacht, den Strom, den kannst du sparen. Dann wasche ich eben Klamotten und mich selbst zusammen. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Ne? Da habe ich mir so ein schönes Schaumbad hier mit schönen Saufen rein, ja. Ne? Das ist meine Waschmaschine. Das mag ich mal demonstrieren. Ich werde mal ordentlich Schaum mucken und dann werde ich mal sehen. Ich schalte mal in. Bloß für Mist. So ein Scheiß. So ein Shit, aber auch. Oh. Was? So ein Schaumbad dort, Eric. Oh. Oh. Mann. Ich krieg ja mal keine Luft mehr. Schöne Schaumhöhle. Jo, da ist mal ganz was Neues. Ah, das schon. Aber die Klamotten und ich, die sind sauber. Das kommt davon, wenn man nicht aufpasst. Und die Moral von der Geschichte, dass Schaumschläger ohne Aufsicht laufen nicht. Das allmeist bei der Schier. Und jetzt. Bloß ich bin noch voll Schaum. Aber das kriegt mich nicht, das hält mich nichts. Und erstmal doch noch mit dem Boden. Auf den Schritt. Ja, okay. So. Der,
Herrlich. So, bald mir mal den Schaum abspülen. Und dann bin ich auch wieder hier. Oh, da wird der ganze Schick. Die Pöhne sind sauber. Und ich bin auch wieder sauber. Und die Football, die hat auch nichts von acht kriegen. Das ist doch was, oder?